Danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen. Zum Kollegen Weninger, der jetzt rausgegangen ist, hätte ich nur noch einen Satz gesagt. Wissen Sie, in Richtung SPÖ. Der Erste, der mit diesem Vorschlag im Jahr 2004 rausgegangen ist, war der deutsche SPD-Innenminister Otto Schily. Nur damit Sie uns mal richtig verstehen, der ist ja Ihnen ja nicht ganz unbekannt. Also so unmenschlich, wie Sie tun, und so fürchterlich, wie Sie tun, ist das nicht zu sagen, außerhalb der EU braucht es Auffanglager. Und genau das bräuchte es auch. Und wenn man es ernst nehmen würde, dann hätten wir das auch schon. Denn das Einzige... Und egal, wer da hinten als Innenminister sitzt, und das ist nichts gegen Sie persönlich, aber auch Ihre Vorgänger, wir doktern seit 10 Jahren hier herum. Mehrmals im Jahr gibt es irgendwelche Novellen. Ein bisschen reparieren wir da, ein bisschen reparieren wir dort. Wir tun den Anschein machen, als machen wir irgendwas strenger. Ändern tut sich in Wahrheit überhaupt nichts. Und wissen Sie, Herr Bundesminister, es erinnert mich an ein anderes Gesetz, das wir hier erinnern haben, nämlich das Lohn- und Sozialdumping-Gesetz. Das ist ganz genau das Gleiche. Auch da wird ein bisschen da gedoktert. Man versucht hier den Anschein zu erwecken, als würde man Reformen durchführen. Mitnichten wird das. Und mit Ihrem neuen Gesetz machen Sie hier nichts anderes, als Sie versuchen jetzt durch die Hintertüre die Personen in den Arbeitsprozess zu schieben, die haben für das Verfahren zur Verfügung zu stellen. Nicht die Asylwerber haben am Arbeitsmarkt zu sein, da werden wir nicht dafür sein. Und es ist ja schon die teilweise Öffnung für die Asylwerber gegeben. Das ist der völlig falsche Ansatz. Denn wenn Sie sagen, Herr Kollege Prinz, vor mir haben Sie, ich weiß nicht, wo Sie jetzt sind, ist okay, ja, Sie haben gesagt, es braucht ein rechtskonformes Asylverfahren. Ja, da sind wir bei Ihnen, aber auf der anderen Seite machen Sie alles auf. Sie machen das Integrationsjahr auf ohne Asylverfahren. Da werden Asylwerber mit, und da steht wörtlich im Gesetzestext, mit guter Aussicht auf Asyl. Na, wo ist denn da das Rechtsverfahren? Also das ist ja alles nur Schein, was Sie hier machen. Sie gehen vor nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Und es bräuchte jetzt endlich einmal ein Umdenken in diesem Fremdenrecht. Wir brauchen ein neu aufgesetztes Gesetz, und zwar ein völlig neues, weil in Wahrheit kann das keiner mehr lesen. Es ist auch für die Beamten nicht mehr vollziehbar, dieses Gesetz. Das ist schon so kompliziert durch die vielen Reformen. Das heißt, man müsste auch einmal den Mut haben, ein ordentliches Fremdenrechtsgesetz neu aufzusetzen. Ich habe nur den Eindruck, Sie beide wollen das nicht, weil Sie betreiben nichts anderes als Klientelpolitik. Sie wollen weiterhin den Zuzug, weil Sie brauchen ja für Ihre NGOs die Flüchtlinge, und Sie wollen weiterhin den ungezügelten Zuzug, weil Sie brauchen die billigsten Arbeitskräfte für die IV. Und das ist der Hauptgrund, warum es nicht weitergeht. Und ein Wort noch, Herr Bundesminister, zu den Abschiebungen und den Außerlandesbringungen. Ich stelle seit einer gewissen Regelmäßigkeit Ihnen jeden Monat die Frage, wie viele Außerlandesbringungen wir hatten. Und wenn ich dann hier lese, Außerlandesbringungen und freiwillige Ausreisen nach Nationalitäten, an oberster Stelle Serben, dann Rumänen, dann kommen Ungarn, Mazedonier und so weiter vor. Sind Sie mir nicht böse, aber was hat ein EU-Bürger als mit einer freiwilligen Ausreise zu tun? Jeden Monat haben wir EU-Bürger, die Sie in die Statistik geben, damit sie dann sagen kann, wir haben so viel Freiwillige ausreisen. Die Bundesregierung erwecke nur den Anschein, Reformen durchzuführen, kritisiert Dagmar Bilakowicz-Jenewein von der FPÖ. Es benötige dringend ein völlig neues Fremdenrechtsgesetz.